KF bekommen. KF braucht Verstärkung. Ein Unbekannter liegt erschlagen in einem Hinterhof. Was hast du denn schon für mich, Doc? Ja, er hat hier eine schwere Kopfwunde. Also nach einem Unfall sieht's nicht aus. Ich vermute, er wurde erschlagen. Jörg, der Hausmeister hat den Mann hier genau so gefunden, ja? Ja, hinter dem Müllcontainer, als er den für die Müllabfuhr rausschieben wollte. Okay, danke. Aber du hast recht, auf den Steinen sehe ich gar nichts. Er ist ja wahrscheinlich wirklich auf der Straße getötet worden. Ja, auf der Straße vorm Haus. Da haben die Kollegen mehr Blut gefunden. Und ein paar persönliche Sachen, die haben wahrscheinlich dem Toten gehört. Kurz das alles absperren. So, zurück zu Ihnen, Herr Küssner. Sie haben den Toten also gefunden. Als ich den Container wegschieben wollte, da lag er da, der arme Harry. Harry, Sie kannten ihn also persönlich? Was heißt persönlich? Ich kannte noch nicht mal seinen Nachnamen. Er war halt Musiker. Er hat halt hier gespielt, mit seinem Saxophon. Habt ihr ein Instrument gefunden? Nein, wir haben nichts gefunden. Gut. Ein Saxophon also. Ja, so ein richtig schönes Instrument. Wissen Sie, der hat auch richtig schön gespielt. Ab und zu habe ich ihm schon mal ein paar Bier oder eine Zigarette gegeben. Das ist halt ein armer Hund, der Harry. Ja, und der Mann hat keinerlei Personalpapiere bei sich. Nein, den Rucksack, den wir am Straßenrand gefunden haben, haben wir auch schon untersucht. Vermutlich ein Obdachloser? Naja, das würde zumindest die Kleidung erklären. Und auch die Verschmutzung. Also, wenn ich mir das Gebiss so anschaue. Ja? Er hat richtig teure Implantate. Der muss ja nicht immer auf der Straße gelebt haben. Ja, also so wie er insgesamt aussieht, die letzten Jahre bestimmt. Was schätzen du, wie alt er ist? So um die 50, vielleicht ein paar Jährchen mehr. Also genau weiß ich nach der Obduktion. Todeszeitpunkt, würde ich sagen, gestern Abend so zwischen 19 und 23 Uhr. Okay, gut, danke dir. Ja, habt ihr denn irgendetwas gefunden, was als Tatwaffe in Frage kommt? Nee, aber vielleicht haben die Kollegen vorne am Tatort schon was gefunden. Na, ich geh mal gucken. Bis gleich. Okay, Kleingeld, einen einzelnen Handschuh. Gibt es da noch einen zweiten dazu? Nein, jedenfalls habe ich ihn nicht gefunden. Vielleicht hat er ihn verloren. Tja, gut möglich. Boah, ist das ein Wetter. Hey. Der Doc meinte, der Mann wäre erschlagen worden. Habt ihr irgendwas gefunden, was die Tatwaffe sein könnte? Tja, leider noch nichts. Wisst ihr, wer der Tote heißt? Der Hausmeister nennt ihn Harry. Er hat hier Saxophon gespielt, aber von dem Ding fehlt jede Spur. Na gut, das kann der Täter mitgenommen haben. Sowas ist ja auch einiges wert. Ja, wegen dem Saxophon hat es auch immer wieder Ärger gegeben, wenn er so gespielt hat. Einige Anwohner haben ihn sogar bedroht. Und wer hat ihn bedroht? Ja, die Förster zum Beispiel aus der zweiten Etage. Und? Was hat Ihnen der Hausmeister denn erzählt? Dass Sie nicht besonders gut zu sprechen waren auf den Straßenmusikern. Naja, besonders traurig sind wir jetzt nicht, dass vorm Haus Ruhe herrscht. Ich mag zwar Musik, aber dieser Penner, der hat permanent das Gleiche gespielt und dazu auch noch falsch. Und dazu auch noch mitten in der Nacht. Ja. Und wie lange ging das immer so? Ja, bis 22 Uhr. Mhm. Also dann hat er sich zumindest an die Nachtruhe gehalten. Aber mein Erich und ich, wir gehen immer sehr früh zu Bett. Und da können wir solch einen Lärm nicht gebrauchen. Vor allen Dingen, wenn die da unten noch zu zweit gespielt haben. Zu zweit? Ja, da war manches Mal noch so ein Penner dabei, mit so einer Flöte. Ja, Sie meinen eine Querflöte? Ja. Wissen Sie vielleicht, wie dieser Penner hieß? Ganz im Ernst, Herr Kommissar, glauben Sie, dass wir solche Leute kennen? Nee, das glaube ich wirklich nicht. Also. Aber ich habe gehört, dass Sie dem Toten gedroht haben sollen. Davon weiß ich nichts. Ach nein? Nein. Sie haben doch Ihren Mann auf ihn gehetzt. Ach, Gottchen, das. Irgendwann muss man doch mal schlafen. Und mein Erich, der wollte die beiden doch nur erschrecken. Und das Witzige war, bei dem einen Penner mit der Querflöte hat es sogar ganz gut geklappt. Er hat richtig Schiss gehabt. Ja, und bei dem anderen? Ach, der hat doch nur noch lauter gespielt. Der hat doch überhaupt nichts geholfen. Ja gut, dann sagen Sie uns doch einfach mal, wo Sie gestern zwischen 19 und 23 Uhr waren. Wir? Hier? Haben Fernsehen geguckt, ne, Erich? Jo, was sonst? Sie haben also nichts gehört? Nein, wir haben die Fenster zugemacht und den Fernseher lauter gedreht, als der unten hat wieder angefangen zu spielen. Ja, und wann war das? Wann hat er angefangen? Also gegen 18:30 Uhr. Aber jetzt fragen Sie nicht, wie lange der gespielt hat. Wie gesagt, wir haben unser Fernsehen sehr laut gehabt. Na gut, okay. Dann brauchen wir von Ihnen noch eine Speichelprobe und Ihre Fingerabdrücke, falls Sie nichts dagegen haben. Zu Vergleichszwecken, ja?
Wozu? Wir haben nichts getan und da brauchen wir auch nichts abgeben. Das weiß ich aus dem Fernsehen. Das wäre ja noch schöner, wenn wir es so weit kommen lassen. Das Ehepaar hat sich also geweigert. Ja, da war nichts zu machen, Herr Staatsanwalt. Ja, aber damit machen Sie sich doch ganz schön verdächtig, würde ich sagen. Ja, klar. Zumal Sie auch die Einzigen sind, die überhaupt ein Motiv haben. Und Alibis, ja, die geben sich nur gegenseitig. Also für den richterlichen Beschluss müsste das reichen. Aber sagen Sie mal, der Tote, der hat doch auf der Straße gelebt. Wissen da nicht die Anwohner vielleicht etwas? Ja, von denen haben wir schon die meisten befragt, also zumindest die, die wir erreicht haben. Und? Ja, also so gegen 19.45 Uhr hat er aufgehört, Musik zu machen. Und das dürfte auch unser Tatzeitpunkt sein. Leider wissen wir immer noch nicht, wer der Tote ist. Wir versuchen jetzt mal diesen zweiten Musiker ausfindig zu machen. Der Mann mit der Querflöte, meinen Sie? Ja, wir haben eine ganz gute Beschreibung bekommen und lassen jetzt gerade ein Phantombild erstellen. Ach, du bist es bloß. Ich hab dich auch gern. Hey, sorry. Ich warte auf Alex, die wollte bei den Kollegen das Phantombild abholen. Ist das der Obduktionsbericht? Ja, der Todeszeitpunkt des Mannes liegt gestern Abend zwischen 19 und 20 Uhr. Okay. Naja, es würde passen. Zu dieser Zeit hat der Straßenmusiker aufgehört zu spielen. Mhm. Tatwaffe ist übrigens ein kantiger, harter Gegenstand. Ein Gegenstand mit einer Messinglegierung. Eine Messinglegierung? Mhm. Das Saxophon? Genau, das habe ich auch überlegt. Und wenn es wirklich so wäre, erklärt das natürlich auch, warum das Ding nicht mehr da war. Der Täter hat es mitgenommen, weil er keine Spuren hinterlassen wollte. Okay, über sein Zahnschema müssten wir herausbekommen, wer der Mann ist. Der Doc hat den Status an sämtliche Zahnärzte in der Stadt weitergeleitet. Ja, perfekt. Jungs, das Phantombild von dem anderen Musiker. Der treibt sich wohl immer in dem Stadtteil rum, in dem der Tote ermordet wurde. Und wisst ihr was? Eine Zeugin hat ihn gestern Abend gegen 20 Uhr in Tatortnähe gesehen. Ja, dann schreiben wir jetzt eine Fahndung aus. Michael, habe ich schon erledigt. Der Typ sieht tatsächlich so aus wie auf dem Phantombild. Genau wie die Kollegen von der Streife gesagt haben. Sieh mal, was in seinem Rucksack steckt. Da ist auch nur ein Handschuh an. Stimmt ganz genau. Schönen guten Tag. Wir stören hier nur ungern. Kriminalpolizei. Kripo? Ja, ganz genau. Es geht um Ihren Freund, der mit dem Saxophon. Meinen Sie vielleicht Harry? Ja, genau der. Hat er irgendwas ausgefressen? Nee, das kann man so nicht sagen. Sag mal, ist das da Ihr Saxophon? Nein. Ach so. Ja, Harry ist aber auch ein Spinner. Bitte? Naja, hat sie doch beauftragt irgendwie, weil er denkt, ich hätte sein Saxophon geklaut. Aber das ist ein Missverständnis. Nee, das ist kein Missverständnis. Harry ist tot. Er wurde ermordet. Vielleicht sogar mit dem Saxophon da. Ey, Harry war mein Freund. Warum soll ich ihm irgendwas angetan haben? Er spricht aber einiges gegen Sie. Ihr Freund wurde mit diesem Saxophon erschlagen. So viel steht fest. Und auf diesem Saxophon sind Ihre Fingerabdrücke. Und zwar reichlich. Außerdem waren Sie zur Tatzeit in der Nähe des Tatortes. Was soll ich Ihnen sagen, was wir da noch gefunden haben? Den hier, gucken Sie mal. Sieht der nicht ähnlich aus? Ist doch Ihrer, oder? Den habe ich mit Absicht da reingelegt. Mit Absicht? In den Hut? Wozu? Ja, damit sich Harry keine Sorgen machen braucht. Was soll denn das heißen jetzt? Naja, ich wollte mit Harry Musik machen. Und dann bin ich zu ihm hingegangen, er war aber nicht da. Nur seine Sachen. Und dann dachte ich, vielleicht ist er einen trinken gegangen. Mhm. Und dann haben Sie die Gelegenheit genutzt, bei ihm kurz ein Saxophon zu klauen, ja? Zu klauen? Ich habe drauf aufgepasst. Und deswegen habe ich auch den Handschuh hingelegt, damit er weiß, dass ich da gewesen bin. Das ist ein SA-Saxophon. Das ist echt tierisch wie Geld wert. Ja, ungefähr 4.000 Euro, das wissen wir auch. Echt? So viel? Mhm. Ja, da sehen Sie es doch. Irgendwie, dann ist es doch gut, dass ich es mitgenommen habe. Herr Zobel, jetzt hören Sie doch mal mit dem Mist auf. Das glaubt Ihnen doch kein Mensch. Also, meinen Sie vielleicht, Ihr Freund lässt das Saxophon da liegen, um einen trinken zu gehen? So ein teures Ding? Also, was ist passiert? Hatten Sie Streit? Haben Sie Ihren Freund im Affekt erschlagen? Nein. Haben Sie sein Saxophon geklaut, um es zu verscheuern? Nein, wirklich nicht. Ich wollte das Instrument gestern wieder zurückbringen. Aber dann war so viel Polizei da, dass ich mich erstmal dünne gemacht habe. Also ehrlich gesagt, besonders glaubwürdig hört sich das nicht an. Kennen Sie denn zumindest den richtigen Namen Ihres Freundes? Das wäre doch schon mal was. Nee, den weiß ich leider nicht. Bitte? H.
Harry hat nie viel über sich erzählt. Ich weiß, dass er einen Sohn und eine Tochter hat, aber das war's dann auch schon. Und ich habe dann auch nicht weiter nachgefragt. Wenn Sie es nicht waren, wer könnte denn sonst als Täter in Frage kommen? Was meinen Sie? Vielleicht diese Anwohner, die sich wegen der Lärmbelästigung beschwert haben. Hm? Ach, Quatsch. Das sind keine Mörder. Die haben höchstens mal einen Eimer Wasser runtergeschüttet. Herr Zobel, ich sage Ihnen jetzt mal was. Draußen ist verdammt kalt. Und Sie stehen unter Verdacht und haben keinen festen Wohnsitz. Und deswegen bleiben Sie bei uns im Warmen, bis die Sache geklärt ist, okay? Na, super.